Frieden will ich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil ich dachte, die Redner sitzen an meinem Rücken. Jetzt sitzen sie rechts und links. Auf diese Weise ist schwieriger zu danken für das, was Sie gesagt haben. Also herzlichen Dank. In Semms Rede konnte ich mir merken zwei Dinge. Wieso wird ein Künstler Künstler? Und ich habe nie darüber nachgedacht, sozusagen bis vorgestern, warum ein Künstler Künstler wird. Ich war ein junger Bursche an der Schule und dann wurde ich halt älter und mein Unwille, etwas Vernünftiges zu machen, drückte sich immer darin aus, dass ich widersprochen habe. Und wenn man einem Lehrer widerspricht und einfach Nein, Nein sagt, reicht das eigentlich nicht aus. Und irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich die Klaviertasten traktiere, ist das zwar heftig, aber es gibt keinen Ausdruck, sondern es gibt nur eine Motivation und eine Kraft und ein lautes Geräusch. Beim Bildermalen musste ich sagen, hatte ich ein Gespür, dass ich etwas besitze, was man Talent nennt. Ich habe es zwar immer verleugnet, weil ich mich widersprüchlich verhalten, unvernünftig gegen dieses Talent gewendet habe. Und trotzdem sind Bilder entstanden als Dokumente meiner Unvernunft, würde ich sagen. Sam Keller hat gesagt, Sonderweg. Natürlich ist das Ganze ein Sonderweg, weil es ja einen offiziellen Weg gab, einen Mainstream. Und ich möchte das erweitern, diesen Sonderweg. Sonderweg eines Sonderlings ist vielleicht gar nicht so schlecht. In meinem Katalog meiner Heroes gibt es zum Beispiel einen Schweizer Geiger, der heißt Suter und den habe ich sehr früh kennengelernt, dessen Arbeiten und habe die sehr verehrt und fand ungefähr diesen Sonderling wieder in den Arbeiten von Penck, der hier auch im Kunstmuseum sehr vertreten ist durch Dieter Köppling. Was für mich jetzt ziemlich lustig wird, ich bin ja oft angeeckt, indem ich falsche Worte gesagt habe oder indem meine Worte falsch verstanden wurden oder missdeutet wurden. Und ich habe jetzt mehrere Gespräche geführt mit Journalisten in der letzten Woche und immer kamen zwei Themen auf, denen ich gar nicht gerne ausweiche, aber die nie zu einem glücklichen Austausch führten, sondern immer wieder nur zu Missverständnissen. Also, ich muss sagen, ich sage dazu überhaupt nichts mehr. Ich sage nur noch etwas zu meiner Arbeit in dieser Ausstellung. 60 Jahre eigene Bilder zu sehen, ist ein schwieriges Unterfangen. Man kann das eigentlich nur erledigen, wenn man sagt, das warst du zwar, aber du erkennst dich nicht mehr. Und das ist so ungefähr, wenn ich mich jetzt als Baby im Spiegel sehen würde, würde ich mich vermutlich nicht erkennen. Es gibt so Krücken wie Fotos, die man dann mitschleppt, dass man die Erinnerung nicht ganz verliert. Die waren immer wichtig und sind immer wichtiger geworden in meiner Arbeit. Aber was man in dieser Ausstellung sehen kann, ich sehen kann, diese und hoffentlich auch Sie in diesen wunderbaren Räumen, ganz am Anfang, ungefähr der größte Dreck oder Mist, den ich gemacht habe, das habe ich ja 1963 gemacht, hängt jetzt so wunderbar da, dass das ist nicht festgebacken wie eine Skulptur, aber irgendetwas in der Art hat stattgefunden. Also es hat nicht Schimmel angesetzt, keineswegs, sondern aus diesen nur aggressiven, bösartigen Bildern sind im Laufe der Jahrzehnte gute Bilder geworden. Und das ist schon was sehr Eigenartiges. Ich habe ein Bild von Cézanne gesehen, mit dem ich eigentlich wenig Kontakt pflege in meinen kunstgeschichtlichen Abmühen. Das habe ich in Paris in der Cézanne-Ausstellung gesehen. Das kannte ich nicht von Abbildungen her. Und das heißt, ein Freund von ihm, Ampère, ja, sitzt überlebensgroß in einem Stuhl und ist hochrealistisch, würde ich sagen, im Stile von Courbet, sehr grob und sehr bösartig dem Publikum zugewandt dargestellt.
Und ich sehe dieses Bild und sage, das ist meine große Nacht im Eimer. Also ich denke, dass ein Künstler, wenn er beginnt, muss er in irgendeiner Weise auffällig werden, weil schließlich die Bilder, die er macht oder machen muss, wenn er beginnt, rücken ja andere Bilder zur Seite oder lassen andere Bilder sogar in den Hintergrund treten. Weil der Künstler will ja einen starken Auftritt haben mit seiner Behauptung, die schwer verbal darzustellen ist. Also es gibt dieses Bild und dann gibt es die Behauptung und dann gibt es den Widerspruch des Publikums dazu. Die sagen, so geht's nicht. Und das, was ich am häufigsten gehört habe, ich fühlte mich als Revolutionär, als Avantgardist. Mir wurde aber immer gesagt, ich sei ein Reaktionär oder einer, der in der Vergangenheit rumwühlt und da kann nichts Gutes rauskommen, sondern man sollte ja auf diesen Zug aufsteigen, der in den Fortschritt, in die Zukunft fährt. Und ich wusste genau, dass das der falsche Weg ist, weil ich hatte ja rechts und links Freunde, Kollegen, die Bilder malten und die befanden sich alle in dieser Bahn auf dem richtigen Wege und ich habe gemerkt, die Bilder sind die falschen dafür. Sodass ich einen Zug versucht habe zu besteigen, der rückwärts geht. Das kann man machen, indem man im letzten Wagen sitzt oder steht. Und das habe ich lange getan auf meiner Reise zwischen meinem Geburtsort und der Kunstakademie. Und habe hinten rausgeguckt und habe die verschwindenden Gleise gesehen. Und die Gleise, die waren ja ausgelegt von mir aus der Vergangenheit in die Zukunft. Aber wenn sie verschwinden, lassen sie ja etwas hinter sich. Und das, wo man hinfährt, kann man nicht sehen, weil man den Rücken zugewendet ist. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, dieses Bild. Aber für mich war das eine Motivation, ganz bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel gibt es in diesem Raum normalerweise eine Skulptur, die heißt Zero Ende. Die ist gemacht mit trickreichen künstlerischen Bemühen aus einem Stamm, ein mehrdimensionales Ding zu machen. Also nicht zusammenkleben, nicht zusammennageln, sondern alles sollte gemacht werden, wie diese wunderbaren Kunstkammerwerke, Kugel in der Kugel in der Kugel. Nach diesem Prinzip habe ich mir einen großen Stamm genommen und habe zwei Totenschädel, rechts und links hier einer, in der Mitte eine Achse und um diese Achse Ringe, die alle aus demselben Stück geschnitten sind. Und Zero ist mein Modell, mein Selbstporträtmodell gewesen in den letzten Jahrzehnten. Und dieses ist das Zero-Ende. Und bei diesem Zero-Ende kann ich gut erklären, was ich bei Bildern weniger gut erklären kann, um was es mir geht. Welche Einflüsse und welche Motivation mich umtreibt. Es gibt von Joseph Beuys eine wunderbare Skulptur, die heißt die Pausenhofpuppe. Das ist eine Holzskulptur, die hat er gemacht für eine Schule im Rheinland. Und es ist eine Marionette, sehr groß, die Löcher und Bänder für das Zusammenfügen der Glieder enthält. Aber die Glieder wurden nicht zusammengefügt, sondern die Puppe bleibt auf dem Boden liegen, so als wäre sie runtergefallen und auseinandergegangen. Dieses Ding war immer sehr, sehr eindrücklich für mich, aus einem ganz besonderen Grund. Bei Beuys, nicht zu verleugnen, sieht man unentwegt, wenn er Skulpturen macht, was er ja selten tut, seinen Lehrer Matare. Und auch bei dieser Puppe, wenn sie geformt ist oder die geformten Teile, die man betrachtet, sieht man Matare. Man sieht den Meister, seinen Meister darin. Und um einen Sprung zu machen zu Beuys selbst, er macht diesen Sprung, verwendet er eine Krücke. Und diese Krücke ist der zerbrochene Gegenstand in diesem Fall. Also die Marionette, die nicht mehr als Marionette funktioniert, sondern nur als Ruine. Das ist die Motivation 1 für meine Skulptur. Die zweite Motivation war, und das betrifft diesen Ausdruck Ende. Es gibt in der holländischen Malerei, in der frühen holländischen Porträtmalerei, sehr viele Kinderporträts. Die sind meist nicht in den großen Ausstellungen, sondern stehen meist in Depots, weil Kinder einfach keinen Namen haben. Und diese Kinder sind teils
abgemalt oder gemalt worden, dargestellt worden, weil sie schon gestorben waren. Oder ganz wenige, weil sie gerade noch lebten, denn die Kindersterblichkeit war damals eine sehr große Sache und Fotografie gab es nicht. Also man hat dieses Kindersein ganz schnell gemalt, wenn man es sich leisten konnte. Und diese Kinder sind prächtig angezogen, oder jeweils das einzelne Kind ist prächtig angezogen mit gestärkten Kragen, frisierten Haaren und hält in der einen Hand etwas, was aussieht wie ein Nudelholz. Und ich habe lange geschaut und gerätselt, was das ist. Das ist ein Spielzeug und heißt einfach Rassel. Also ein Holzding, wo etwas drinnen ist, Steine, und man klappert damit, eine Rassel. Das ist das zweite Modell. Das dritte Modell ist das, was ich eigentlich schon für diese Skulptur, meine Skulptur, das dritte Modell ist eigentlich das, was ich schon gesagt habe, die Gleise, die zwei Radachsen, das Schlagen der Radachsen auf den Schienen und die Schwellen dazu. Es gibt noch eine Reihe anderer, aber ich will sie jetzt nicht langweilen, ich höre jetzt hier auf und sage vielen Dank. Dankeschön. Willst du ein paar Fragen nehmen vom Publikum? Vielleicht können wir zwei, drei Fragen nehmen. Maybe we can ask a few questions to the artist. I'm happy to try to translate. Si vous voulez pas demander une question à l'artiste, on peut peut-être prendre deux, trois questions. Wer möchte eine Frage stellen? Keiner. Bitte. Sie hatten eben in Ihrem kurzen Einführung... Warten Sie vielleicht einen Moment, das Mikrofon kommt gleich, damit es alle verstehen. Hier. Sie hatten eben erwähnt, dass Sie doch oft, sagen wir, renitent, aufsässig gewissermaßen gewesen sind. Und ich erinnere mich auch an ein Interview, in dem Sie sagten, Sie wollten Sauerei machen und haben dafür quasi die Farbreste anderer Künstler aufgesammelt und sie selbst verwendet, für ihren eigenen Hintergrund zu gestalten auf Gemälden. Ist das jetzt eher eine Form der Aneignung oder Dominanz? Wie würden Sie es bezeichnen? Also ich denke, es hat mit Fressen und Gefressen werden nichts zu tun. Also nichts mit Psychologie. Sondern erstmal hat es mit einem leeren Portemonnaie zu tun. Farben kosten Geld und wenn da nichts drin ist, kann man sie nicht kaufen. Dann bestand ja die Arbeit in der Kunstakademie im Wesentlichen, die Malerarbeit darin, dass man ein Bild abkratzte, weil es nicht gelang. Und diese Farbe, die blieb an der Staffelei hängen oder wurde einfach der Putzfrau überlassen. Und ich bin rumgegangen mit einem Schuhkarton und habe diese ganze Farbe eingesammelt und alle Buntfarben vermischt, gegeben ein Grau, ein wunderschönes Grau, fast ein Mausgrau. Und das war die eine Sicht der Dinge. Und die andere Sicht war natürlich, und die können Sie vielleicht psychologisch deuten oder vielleicht sogar therapeutisch deuten, ich wollte mit Scheiße Bilder malen. Also, ich muss es so grob sagen, weil es so grob gemeint war. Und drei dieser Bilder hängen, also die Fußbilder, der BD-Stängel und die große Nacht im Eimer, sind auf diese Weise entstanden. Sie sind natürlich nicht nur grau, sondern enthalten das, eine Helligkeit, die Figuration sozusagen, und die ist nahezu elfenbeinweiß. Auch dieses Weiß kommt nicht aus der Tube, sondern ist gerettet worden von anderen Künstlern in einem Extrakarton. Und ich war berühmt an der Schule als Student und bekannt als der, der also mit dem Schuhkarton kommt und die Farbe abholt. Eine Art Müllentsorgung. Und ja, das ist alles wirklich hochlustig. Wenn man bedenkt, dass diese Bilder heute in einem konservatorisch einwandfreien Zustand sind. Dankeschön. Bitte. Ja, Dame hier. Ja. Herr Basel, jetzt verraten Sie uns, wo Sie gerade dran arbeiten oder was wir in den nächsten Jahren von Ihnen erwarten können? Ja, nicht mehr so viel. Ich habe, also man kann ja in dieser Ausstellung sehen, vor allen Dingen hier auch gleich, dass es sehr gekürzte
Bildmodelle gibt, die innerhalb eines Monats oder eines Jahres ausgeführt werden, dann in Erscheinung treten, die werden dann weggeworfen wie Spielzeug und dann gibt es ein neues Modell. Und der Wechsel von einem zum anderen war früher häufiger und schneller, vollzog sich schneller. Inzwischen ist mit allen Umständen, die mit dem Alter zu tun haben und Gesundheit zu tun haben, ist es etwas langsamer geworden. Ich muss sagen, nicht zu meinem Unglück, denn ich war immer etwas unzufrieden oder etwas betrübt, wenn eine Sache wie zum Beispiel die Helden nur mehrere 30 Bilder gebracht haben als Ernte und nicht mehr. Heute wünschte ich mir, ich wäre länger dabei geblieben, weil sie bringen auch sehr viel Geld, muss ich sagen. Und es sind aber nur sehr wenige. Okay. Ich habe in den letzten Jahren ganz stringent das gemacht, was ich immer gemacht habe, wenn ich ins Spiegel geschaut habe oder meine Frau angeschaut habe, nach Fotos gearbeitet, die nicht mehr die Fotos von 1974 sind, sondern neuere Fotos. Inzwischen digital gemacht, also ich muss meine Hässlichkeit nicht zum Fotografen bringen und das Bild entwickeln lassen, sondern das kann man heutzutage am Computer und dann muss man sich nicht mehr entschuldigen. Physischen Zustand zu malen macht mir ausgesprochen Spaß. Solange man ihn noch malen kann, findet ja noch etwas statt. Und zwar nicht unbedingt findet statt, du musst zum Friseur gehen oder du musst auf den Gym gehen, du musst Gymnastik machen oder Sport, sondern nein, es kehrt eine ziemliche Selbstsicherheit ein und sagt, ah ja, so hat dein Vater ja auch schon ausgesehen. Und das ist eigentlich die Beschäftigung, die mich jetzt 3 Jahre umtreibt, die letzten 3 Jahre. Und die letzten Ergebnisse hängen im letzten Raum. Und ich muss sagen, es ist ziemlich gut. Danke. Noch eine Frage? Keine mehr. Gut, dann beschließen wir das. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse. Für die Fotografen gibt es noch einen Fotocall. Oben im letzten Saal der Ausstellung. Und bitte vergessen Sie nicht, in den nächsten Saal zu gehen und die filmische Hommage von Alexander Kluge an Georg Baselitz zu sehen. Schönen Tag.